Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es mal wieder um Lightroom und genauer gesagt geht es um das Rauschen reduzieren in Lightroom und dabei keinen Qualitätsverlust zu haben. Wie soll das genau funktionieren? Das werde ich dir in diesem Video zeigen. Ich möchte dich an dieser Stelle auch nochmal daran erinnern, dass noch das Gewinnspiel läuft. Du kannst immer noch die 360-Grad-Kamera gewinnen, die Insta 360 One X. Die ist noch im Gewinnspiel und da kannst du einfach mal auf das vorletzte Video, müsste es jetzt sein, klicken. Einfach da einen Kommentar posten, dann bist du automatisch in der Verlosung mit dabei. Das Ganze geht noch bis nächste Woche und ich wünsche dir dabei natürlich ganz viel Glück. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Video und wie man Rauschen reduzieren kann ohne Qualitätsverlust. Viel Spaß! Um dir das Ganze zu zeigen, habe ich hier mal ein Foto aufgemacht aus New York. Sollte jedem bekannt sein, eigentlich diese Ansicht von Manhattan. Ich war dort zum 11. September, sieht man vielleicht hier an den Memorial Lights, die hier nach oben steigen. Und ich möchte dir jetzt hier mal zeigen, das Bild ist ja relativ dunkel. Ich werde das also relativ stark aufhellen müssen. Und dann ist natürlich das Problem, dass wir gerade in den dunkleren Bildbereichen, in den Schatten, sehr schnell Rauschen bekommen werden. Das werde ich jetzt hier als erstes also mal tun. Ich werde dieses Bild jetzt hier mal so ein bisschen aufhellen. Ich denke mal, ja, so eine Blendenstufe kann das Ganze schon nach oben. Und gerade hier so die Tiefen, die möchte ich auch nochmal relativ stark aufhellen. Ich denke mal hier so auf, ja, wir machen das Ganze einfach mal auf plus 100, damit du mal siehst, wie das Ganze jetzt hier wirkt. Also wenn ich jetzt hier mal reinscrolle, dann sieht man hier schon gerade in diesen dunkleren Gebäuden, dass wir dort schon einiges an Rauschen haben. Ich habe hier eine Nikon D850 benutzt. Das bedeutet, wir haben einen sehr hohen Dynamikumfang. Von daher, hier ist dieser Effekt vielleicht nicht ganz so stark. Aber wenn du mit anderen, mit älteren Kameras vielleicht auch fotografierst, dann hat man relativ schnell sehr starkes Rauschen in den Tiefen. Und das wollen wir halt verhindern. Ich werde mal außerdem jetzt hier noch das ganze Bild ein bisschen begradigen. Also einfach mal die Upright-Funktion hier auf Auto stellen. Jetzt sieht das ganze Bild schon ein bisschen besser aus. Und vielleicht auch noch die Profilkorrekturen aktivieren und die chromatischen Aberrationen entfernen. Das soll es jetzt hier aber an der Stelle schon mal gewesen sein. Jetzt geht es im Endeffekt nur noch um diesen Effekt. Ich möchte jetzt hier das Rauschen reduzieren. Das Problem ist jetzt allerdings, und dazu scrolle ich jetzt hier nochmal in das Bild rein, wenn ich jetzt hier in die Detailspalette gehe und einfach mal die Rauschreduzierung hier aktiviere und die auch relativ stark einsetze, dann wirst du jetzt sehen, okay, wir haben nicht mehr viel Rauschen im Bild, allerdings sind jetzt auch sehr viele Details verloren gegangen. Ich werde jetzt hier das Ganze nochmal vorher und nachher machen, so sieht es vorher aus. Und so sieht es nach der Rauschreduzierung aus und du siehst einfach, dass wir sehr, sehr viele Details verlieren. Und das möchte ich natürlich verhindern. Und deswegen möchte ich diese Rauschreduzierung nicht auf das gesamte Bild legen, sondern ich möchte sie partiell anwenden. Das heißt, ich möchte sie wirklich nur in den dunklen Bildbereichen anwenden. Und dafür gibt es in Lightroom eine sehr, sehr schöne Möglichkeit. Dafür werde ich jetzt hier nochmal aus dem Bild rauszoomen und dann einfach mal mein Pinselwerkzeug hier aktivieren. Ich werde jetzt hier mit gedrückter Optionstaste oder Alt-Taste erstmal alles auf Zurücksetzen klicken, damit hier erstmal der Effekt komplett raus ist. Und dann werde ich jetzt hier den Fluss und die Dichte auf 100 stellen, automatisch maskieren, nehme ich mal raus und eine relativ große Pinselspitze hier mal anwenden. Und jetzt hier erstmal einmal komplett so über das Bild rübermalen. Ja, man sieht jetzt hier im Moment nichts. Ich werde jetzt hier mal Überlagerung für ausgewählte Maske anzeigen. Und man sieht, wir haben jetzt hier das gesamte Bild erstmal maskiert. Warum mache ich das eigentlich? Naja, ich möchte jetzt hier auf das gesamte Bild quasi jetzt erstmal den Effekt rüberlegen und dann später wieder einzeln ausblenden. Das heißt, ich werde jetzt hier im ersten Schritt erstmal hier Rauschen wirklich mal stark nach oben stellen. Ich packe das mal auf 100. Das heißt jetzt, wir haben im Endeffekt genau den gleichen Effekt wie gerade eben auch wieder, dass wir das Rauschen reduzieren auf das gesamte Bild anwenden. Aber ich habe ja gesagt, wir werden das jetzt partiell nur noch einblenden. Und dafür haben wir hier unten die Bereichsmasken. Und in diesen Bereichsmasken habe ich ja die Möglichkeit, auf Luminanz zu stellen. Das bedeutet, hier geht es jetzt nach Helligkeitswerten. Und wenn ich das jetzt hier mal aktiviere, dann kann ich mir hier meine Luminanzmaske erstmal anzeigen lassen. Im Moment ist die zu 100%, weil wir ja den Bereich von 0 bis 100, also von ganz dunkel bis ganz hell, aktiviert haben. Ich kann diesen Bereich jetzt aber einschränken und ich habe ja gesagt, ich möchte die hellen Bildbereiche davon ausschließen. Die hellen Bildbereiche, die können ruhig dieses Rauschen in Anführungsstrichen haben, denn die hellen Bildbereiche, die rauschen ja gar nicht so schnell. Und deswegen möchte ich jetzt hier wirklich nur die dunklen Bildbereiche von dieser Rauschreduzierung hier betroffen haben. Deswegen werde ich jetzt hier einfach mal diesen rechten Regler weiter nach unten ziehen und ich packe den jetzt erstmal hier auf 50. Bedeutet, ich habe jetzt hier alle dunklen Bildbereiche
bis 50% hier noch in dieser Luminanzmaske aktiviert. Und auf diesen Bildbereichen, alles, was jetzt noch rot ist, ist relativ dunkel im Bild. Und nur auf diesen Bildbereichen findet jetzt die Rauschreduzierung statt. Und ich klicke jetzt hier einfach mal auf Fertig. Und wir können jetzt gerne mal hier in das Bild mal so ein bisschen reinzoomen. Und jetzt haben wir hier schön die Rauschreduzierung angewandt auf die dunklen Gebäude zum Beispiel, überall in die Schattenbereiche. Hier haben wir jetzt hier schön Rauschreduzierung drin, aber das gesamte Bild hat trotzdem noch sehr viele Details. Du siehst hier, wir haben diese ganzen kleinen Mikrokontraste trotzdem noch in dem Bild drin. Wir können die Fenster und so weiter noch sehr gut erkennen. Und das ist eine Methode, die ich in letzter Zeit immer häufiger anwende. Direkt in Lightroom, Rauschreduzierung, aber nur auf die dunklen Bildbereiche. Das war jetzt hier mal so ein kleiner Tipp, vielleicht kanntest du den noch nicht, dann hoffe ich, dass du da so ein bisschen was rausziehen konntest und vielleicht in Zukunft auch auf deine eigenen Bilder anwenden kannst. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben. Und ich möchte dich, wie gesagt, auch nochmal an das Gewinnspiel erinnern. Da kannst du einfach unten einen Kommentar posten unter dem entsprechenden Video. Dann bist du automatisch mit dabei. Teil das Video auf jeden Fall mit deinen Freunden, falls du denkst, es hilft dir und auch deinen Freunden weiter. Und natürlich kannst du auch auf jeden Fall unten in die Kommentare posten, falls du weitere Videovorschläge hast. Ansonsten freue ich mich darauf, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen und sage jetzt viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao!